Einen wunderschönen guten Tag. Es geht wieder weiter. Eine neue Woche, eine neue Folge. Danke für eure lieben Kommentare. Ja, und danke auch an Alain. Der hat ja gesagt, die letzte Steintafel befindet sich ganz unten im Herrenhaus auf der Karte. Ist eingezeichnet. Also darf ich davon ausgehen, dass das da in der unteren Spitze ist, obwohl ich da war. Habe ich da irgendwie was übersehen? Ich weiß es nicht. Ich befinde mich jetzt genau über dem Sumpf und müsste sozusagen mal wieder ein bisschen durch die Gegend stampfen. Und nochmal nachgucken, ob ich irgendwas... Haha, hier, genau richtig. Ob ich irgendwelches Lootgut noch übersehen habe. Das werde ich jetzt allerdings mal im Off machen. Und werde mich dann einschalten, wenn ich dann mal wieder da bin. Also nochmal genauer geguckt habe, ob ich die letzte Steintafel finde. All die mächtige Waffe, wie wir es ja in dem Logbuch gelesen haben, ist die auf Korinis nicht zu finden. Also bis später. So, dieses unbekannte Orkdorf mal verlassen und jetzt sehe ich gerade, hier gibt es noch Neues. Also Canyon-Ratten jede Menge. Und ich wurde gefragt, mit welchen Pfeilen ich denn schieße. Das will ich mal zeigen. Also, ich habe ja einen Bogen mit Meister 74%. Dann werde ich nochmal meinen Bogen zeigen, mit welchem Bogen ich da kämpfe. Das ist der... Hier dieser hier, der Kriegsbogen mit 150 Schaden und normale Pfeile. Jetzt muss ich mal gucken. Feuerpfeil habe ich so viele, okay. Oh, 185 Pfeile, alles klar. Dann Bolzen brauche ich, eine Giftpfeile habe ich jede Menge. Die könnte ich eigentlich auch mal einladen. Wobei jetzt hier mir die normalen Pfeile, man sieht ja, ich habe jetzt in letzter Zeit nur mit denen geschossen, so langsam zur Neige gehen. Eispfeil, geschärfter Pfeil. Sprengstoffpfeil, gut. Da werde ich mal sicherheitshalber doch mal die Giftpfeile. Nicht, dass ich mitten im Kampf irgendwie keine Pfeile mehr habe. Ja, dann gucken wir mal, wie wir da runterkommen. Ja, das ist hier sehr umgänglich. So, zack. Ein Artgenosse ist wohl wichtiger, oder was? Okay. Wusste gar nicht, dass hier noch was ist. So, schauen wir mal weiter. Irgendwelche schwebenden Kräuterchen. Gut, okay, das ist dem Renderer geschuldet. Die Kräuter nicht so ganz auf dem Boden sind. Also so habe ich das in Erfahrung bringen können. Hier ist eine klaffende Schlucht, da wäre es nicht gut weiterzugehen. Ja, jetzt sind wir wieder dort. Gucken wir mal hier hinter dem Berg. Ja. Okay. Da waren wir ja schon. Gut. Dann geht's zurück zum... Ja, wo will ich jetzt hin? Ich werde nochmal zum Piratenlager hin und schauen, ob ich nochmal eine Option habe. Eine Gesprächsoption. So, dieser Höhleneingang ist ja jetzt auf. Jetzt schwimme ich mal eben rüber. Und dann geht's zum Sumpf. Also um die letzte Steintafel nochmal zu gucken. Oh, der wartet hier. Wart, wart. Das ist lustig. Ich komme hier rein. Komme auf der anderen Stelle wieder raus. Und gucken wir mal, ob wir nochmal Gesprächsoptionen haben. Die welche irgendwann mal im Laufe... das ist wieder ein bisschen ruckelig, sorry. Okay, der hat nix. Los, komm. Ren hat auch nichts. Tommy Boy.
Matt, Lukas. Ah, hier, Skip war das. Der hat ja nur dieses Bring mich zum Schiff. Okay. Dann sicherheitshalber nochmal mit Greg labern, weil ich nicht weiß, ab wann das ausgelöst wird. Wahrscheinlich erst, wenn ich die Waffe habe. Gut, okay, jetzt geht's Richtung Sumpf. Wusch. Und wo war jetzt nochmal Sumpf? Hier. Wusch. Gucken wir nochmal sicherheitshalber nach. Also müssen wir hier runter. Genau. Dann gehen wir mal in die Richtung, ne? Und dann schalte ich mich wieder ein, wenn ich das Herrenhaus gefunden habe. Ganz unten im Sumpf. Ist noch ein Dunkelpilz. Gut. Also jetzt bin ich ganz unten. Im Sumpf. Für mich sieht das wie ein Tempel aus. Und da ist eine Truhe. Wieso habe ich die noch nicht geöffnet? Zwei Stück grüne Steintafeln. Das ist ja interessant. Okay, danke sehr. Jetzt gucke ich mal, zu welcher Sammlung die da gehört. So, eine grüne Steintafel. Davon habe ich zwei. So, dann haben wir also insgesamt jetzt fünf zusammen. Das ist cool. Warum jetzt da zwei drin sind, je ne sais pas, Absicht oder nochmal neu gespawnt. Ich weiß es nicht. Jetzt muss ich mal im Logbuch gucken. Unter Steintafelsuche, wie das da war. Der Pirat Tom sucht einige Steinplatten, die sich im Landesinneren befinden. Aha. Das heißt also, jetzt zu Tom gehen. So, weil ich die jetzt bestimmt hoffentlich alle vollzählig habe. Ja, okay, dann wieder zurück zum Tom. So, schwupps. Was war Piratenlager nochmal? So, das ist der richtige. Ah, jetzt muss ich ein bisschen schwimmen. Komfort. Okay. So, jetzt aber. Bringen wir mal zum Tom. Da ist Tom. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Ich habe einige interessante Steinplatten gefunden. Hier. Interessant. Vielleicht sind das die fünf Steinplatten, die ich suche. Man müsste das ausprobieren. Und wie? Indem wir in den Tempel gehen, der sich im Sumpfgebiet befindet. Schon wieder? Wir? Ich soll also mit? Na klar, bei so einer Aktion brauche ich jemanden, der mir den Rücken frei hält. Na schön, dann brechen wir auf. Nein, es würde auffallen, wenn wir beide gleichzeitig losgehen. Greg ist ganz schön misstrauisch. Geh du vor, wir treffen uns dann am Tempel. Du hast eine Kleinigkeit vergessen. Wo genau befindet sich denn dieser Tempel? Im Sumpf habe ich einige Gebäude entdeckt. Ganz einfach. Es ist derselbe Tempel, in dem du Skip gefunden hast. Derselbe Tempel? Moment mal. Da hast du mich angelogen. Du hattest Skip bereits zu dem Tempel geschickt. Gib es zu. Na schön. Skip bekam von mir den Auftrag, nach den Steintafeln zu suchen. Ich hatte aber gleich das Gefühl, dass er nicht fündig wird. Aber wir sollten uns jetzt beeilen. Wenn Skip Wind von der Sache bekommt, müssen wir den Schatz nachher durch drei teilen. Aha, dachte ich es mir doch. Ich hatte mich schon gewundert, dass du so sehr hinter diesen alten Steintafeln her warst. Aber bist du sicher, dass es dort einen Schatz gibt? Sicher. In jedem Tempel gibt es einen Schatz. Wenn du es sagst. Na klar doch, wir werden steinreich. Und da du mir geholfen hast, bekommst du ein Drittel von dem Schatz. Ein Drittel? Na, von mir aus. Gut, dann wäre das geklärt. Und jetzt mach dich auf den Weg, bevor uns noch jemand auf die Schliche kommt. Jo, lass mich mal vorbei. Gut, dann gucken wir nochmal nach den Sachen. Und zwar der Adanos-Tempel. Tom will nun den Tempel im Sumpf aufsuchen. Er ist derselbe, wo ich Skip gefunden habe. Jupp. Ich glaube, ich weiß, wo der ist. Okay, nachher Tempel treffen. So, jetzt gucke ich mal eben. Das war die Geschichte. Was haben wir denn? Erfüllte Mission. Genau, das war die Steintafelsuche. Okidoki, speichern wir mal ab. Dabei fällt mir nebenbei auf, wie meine Nomadenrüstung scheint wohl keinen was auszumachen. Jutina im Turm, im Tempel. Das kann nur der rechts oben sein. Meine Vermutung, weil da ist ja einer. Auf der linken Seite, da wo dieses Plateau ist, das Portal. Ja, dann fetzen wir bald dahin.
Guck mal, der geht schon mal ganz langsam vor. Okay, auch das werden wir mal überspringen und uns dann bei Tom treffen am Tempel. Hui, da ist ja noch ein junger Sumpfhai, den ich vergessen habe abzuschießen, und noch ein Golem. Ja, das ist mir im Schnitt bei einer Stelle aufgefallen, dass ich die vergessen hatte. Liebe Freunde. So, komm. Sehr Sumpfgolem. Hallo? Wieder eine Stufe gestiegen, mein Herrn. Das ist schön. Gucken wir mal. 41 Lernpunkte. Perfektor. Gut. Das ist ein Hocker, den da irgendwer hingestellt hat. Gut, ich glaube, sonst gibt es hier nichts Besonderes mehr, außer ein paar Heilkräutertjes und Beeren. Dann mache ich mich weiter auf. Ei, da wären wir. Ich habe noch unterwegs ein bisschen Klingen geschärft und ein paar Suppen gekocht. Darunter auch eine kräftige Kräutersuppe. Und mal gucken, wo sich Tom befindet. Ich glaube, das war hier. Ja, das ist ja mit den vielen, vielen Latten hier auf dem Boden. Ravens True, da komme ich ja noch nicht ran. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. So, dann speichere ich mal lieber ab, bevor ich den Tom anspreche und er mir irgendwie gefährlich werden könnte. Ja, Tom, auf geht's. Hey. Hey. Und was jetzt? Ganz einfach. Du nimmst jetzt die 5 Steinplatten und probierst aus, wie man in den Tempel kommt. Hm. Und was machst du? Nun, ich denke, dass ich hier bleibe und dir den Rücken frei halte. Moment mal. Hast du vorhin nicht gesagt, dass ich dir den Rücken frei halten soll? Na und? Hast du damit ein Problem? Ist doch egal, wie wir es machen. Dass ich nicht lache. Der Tempel steckt sicher voller Fallen. Während hier draußen sehr wahrscheinlich nichts passieren wird. Na schön, ich mach dir ein Angebot. Wenn du da reingehst, machen wir halbe halbe. Warum nehme ich mir nicht eigentlich alles? Na schön, abgemacht. Sehr gut. Halte da drin die Augen offen. Irgendwo wirst du ganz sicher auf eine große Schatzkammer stoßen. Sicher? Sicher. Ja, das ist ja wieder mal der Adanos-Tempel. Tom hat keine Ahnung, wie man in den Tempel gelangen kann, und gab mir die 5 Steinplatten wieder zurück. So wie es aussieht, muss ich allein in den Tempel, da Tom sich nicht traut, dieser alte Schisser. Ja dann, probieren wir es aus. Hier gibt es ja nichts rein zu tun. Ich schätze mal, genau. Yeheda Akanta. Wer stand da? Yeheda Akanta. Auweia. Jetzt? Also okay. Selber beenden. Ja. Okay. Moment mal, immer erst überprüfen. Ich kann rennen, richtig? So. Gefeil ist auch eingespannt. Ja. Nochmal speichern. So, und dann gehen wir ganz vorsichtig mal rein. Oh! Weltenwechsel. Dann wird's spannend. Oh. Ist da unten! Ja, ist gut. Mann, oh Mann. Nee. Bitte. Also ein Suchender ist dort. Die Kombos kriege ich noch nie so ganz hin. Muss mal wieder üben. Also einen Suchenden haben wir schon gefunden. Okay, leider stimmen hier die Texturen nicht. Was? Wo denn noch? Oh, sorry Leute, jetzt bin ich wieder zu nah an den Ausgang. So, bei der Gelegenheit habe ich mich mal ein bisschen erfrischt, habe eine kräftige Kräutersuppe und Stärke 1 gewonnen und ja, dann gehen wir mal wieder hier durch. Ja. Da ist er. Wo? Wo sagen sie immer, aber sind nie da? Irgendwo muss einer in der Nähe sein. Okay, also ich habe ja gesehen, hier gibt es Lootmaterial. Sehr schön. Da hinten. Okay, der versucht da irgendwie hochzukommen. Na toll. Ah, jetzt ist er dort. Halte dich doch nicht so auf da. Hallo, wie
wäre jetzt mal mit. Wow. Wieder knapp. Okay, da liegt der andere Suchende. Mann, oh Mann, oh Mann. Und einen Schalter habe ich schon von Weitem gesehen. Nohoho. Jetzt muss ich mich wieder kräftigen. Das mache ich dann auch hier an der Stelle. Okay, eben abgespeichert auch. Also ich rechne mit mehr Suchenden hier. Was, das war's? Ah, den habe ich. Okay, hier gibt es einen Schlüsselbutton. Dann da hinten sind 1, 2, 3, 4, 5 Buttons. Ich glaube, das ist ein bisschen hier dem Renderer geschuldet. Sorry. Dann haben wir hier drei Personen drauf. Ich gehe mal hier in die Ego-Perspektive. Drei Personen, dann haben wir hier was mit Blitz, dann hier Sonne und nochmal ein Schlüssel und dann nochmal hier so eine lustige Wellenform. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Das ist bestimmt ein Rätsel. Ich drücke erstmal hier drauf. Man hätte nach oben gucken sollen. Also wirklich. Ha. Okay. Ja, sorry. Ich glaube, da ist aber auch noch so ein Teil. Also, ich schätze mal, wenn da der Schlüsselbutton ist, ja? Und dann kommen die Zacken runter. Dann darf ich hier nicht auf das Schlüsselteil drücken. Oder jetzt haben sie es so gemacht, dass das hier das Zackenteil ist. Ich speichere lieber nochmal. Dann gucken wir mal. Drücken wir mal drauf. Ne? Logische Schlussfolgerung. Wegen Zacken. So, wollen wir mal die Three Stooges hier mal anklicken. Ui! Hier ist nichts passiert. Ergo, was heißt das denn jetzt? Hat sich irgendwas geöffnet? Ist hier irgendwas passiert? Hier irgendwas? Nee. Power. Nochmal drauf drücken will ich nicht. Nachher muss ich es noch zweimal wiederholen. Erstmal gucken, vielleicht hat sich hier irgendwas geöffnet. Ja, kann ja eigentlich nicht sein. Hier gehe ich ja wieder zurück. Und glaube nicht, dass beim Weltenwechsel dann plötzlich was geöffnet wird. Also muss hier noch irgendwas auszulösen sein. Oder es ist eine Kombination, die ich drücken muss. Ja, und jetzt müssen wir mal ganz, ganz tief kramen. Und zwar in dem Originalspiel Die Nacht des Raben. Denn soweit ich... Ja, hier, diese Textur hat mich irritiert. Also links habe ich gedrückt. Und hoffentlich liege ich dann noch richtig, wenn ich... Ah, okay. Ja. Oh, 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 oh. Also das haben wir geschafft. Gut, das geht ganz langsam auf. Dann werden wir auch mal ganz langsam speichern. Okidoki. Oha. So, weil ich das noch weiß, sollte man mal eine Fackel entzünden. Schade, dass... Na genau, dann laufe ich auch ein bisschen langsamer. Irgendwie war da was. Wo, wo, wie, was denn? Oh, wahrscheinlich haben sie mich wieder durch die Welle, so durch die Wand gesehen. So, ach, schade, dass das hier nicht funktioniert mit der Textur. Sorry, da kann ich jetzt nicht für... Oh weia, oh weia, oh weia. Genau, da ist ein Suchender. Das habe ich mir schon fast gedacht. Ja, super. Wenn ich den Abstand vergrößere, dann geht die Tür wieder zu. Okay, dann... da ist er. Aber wie viel befinden sich da? Einer,
Okay, Risiko ist alles gespeichert. Ach so! Nein! Geh doch durch! Ich dachte, ich würde schon zermatscht werden von dem Stein. Also, dann ist es nur eine gewisse Zeit lang auf. Okay. Alter! Das hat aber lange gedauert. Jetzt geht da die Tür wieder zu. Leute, das ist irre, was hier abgeht. Da ist ja noch einer. Mist! Wo ist denn der jetzt hergekommen? Ich muss ganz schnell was trinken. Und wieder mal. Los, komm. Ach, die kommen alle an. Die Säckel kommen alle an. Ich will mich regenerieren. Geht das denn jetzt? Das geht immer noch gut. Okay, speichere ich mal lieber nochmal. Ja, dann schauen wir mal weiter. Okay. Wo bist du denn? Wenn mich nicht alles täuscht, bist du rechts um die Ecke. Da sind noch Seitengänge auch noch. Wo ist er? Ach, da ist er! Oh, schade! Okay, das kann ja mal passieren. Jetzt bin ich mal gespannt, ob beim Neueinladen der Typi da noch rechts steht. Ja, tut er. Aha. Dann mache ich folgendes. Dann werde ich ihn erstmal schwächen. Mit der Eiswelle. Okay. Okay. Der andere Suchende hat nichts davon mitbekommen. Gut. Gehen wir wieder zurück und stärken uns. Und locken ihn mal auch heran. Jawohl. Hau ab. Komm doch, komm, komm, komm. Oh ja. Okay. Gut. Wie krieg ich ihn dann noch? Okay. Supi. So, und die habe ich ja auch. So, ich habe fast das Gefühl, dass hier noch mehrere Suchende irgendwie ihr Unwesen treiben könnten. So abgespeichert ist. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Moment mal, ich mach nochmal die Fackel an. Kann ja sein, dass irgendwo was versteckt ist. Ein Hebel oder ein Schalter. Gucken uns erstmal hier das Rondell an. Uiuiui. Ein Dunkelpilz, noch ein Dunkelpilz. Fokussiert man sich hier auf die Gänge? Übersieht glatt das Loot gut. Zins der Heilung, rostiges Schwert. Noch eine Fackel? Aha, da war die Hilfsfackel. Richtig. Jetzt hat man wieder ein bisschen Atmo. Ja, haha, lustig. So, den Kreis hätten wir jetzt gezogen. Gehe ich mal in den linken Gang als erstes rein, was? So, und immer schön nach oben gucken. Und speichern. Wollte gerade speichern. Ja, Moment mal. Das war doch der Gegenüber. Moment, ein, zwei, drei, bum, bum. Okay, der linkste müsste das gewesen sein. Naja, hier war ich ja noch gar nicht. Ich habe noch nicht gelootet hier. Genau. Ich dachte, ich würde hier ertrinken und versinken. Aber nein. Gut, okay. Dann müsste dieser Gang das sein.
Moment, gibt's hier Lupi, Dupi, 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 Du? Ja, richtig. So, also, dann haben wir hier noch eine Tür. Die geht auch auf. So, wahrscheinlich auch nur bis zu einer gewissen... Oh, ist eng. Bis zu einer gewissen Zeit. Speichern wir nochmal. Geht da hinter mir die ganze Zeit das Ding auf und zu? Ne, okay, das war nur der Loop des Geräusches vom Öffnen des... Ach du liebes bisschen. Des Steintores. Ist hängen geblieben. So, jetzt pass auf. Jetzt müssen das hier mit den leuchtenden Dingern sein. Okay, kann ich aber trotzdem noch ein bisschen looten. So. Da war nämlich irgendwas mit auf den Steinplatten gehen, die irgendwie anders aussehen. Irgendwo war da was. Ich sehe hier auch nichts. Nochmal. Ja, jetzt geht's weiter. Ich musste im Schnitt feststellen, dass ich viel zu wenig aufgenommen habe. Aber dafür kann ich dann sagen, dass ich... Asche auf mein Haupt. Ich habe die Nacht des Raben nie richtig ganz durchgespielt oder zu Ende gespielt. Und ich meinte in einer der Folgen, ich mich erinnern zu können, so von wegen, jo, da ist die Stelle, wo ich nicht mehr weitergemacht habe. Aber Gothic 2, ich sage jetzt mal die normale Version, die habe ich durchgespielt, das weiß ich. So, gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe im Schnitt, denn ich habe noch ein paar Minuten zu machen. Jetzt sind wir hier. Und weiter, ich speichere mal. Schalter. Gibt es hier irgendwelche versteckten Schalter? Aua. Mal diese Teile da, die mal runterkommen. Also, das ist so ein Näherungsschalter, der dann... wie modern. Näherungsschalter. Okidoki, sind wir hier. Aha. Wir sehen hier wieder jede Menge Zacken. Sehen wir eventuell auch einen Schalter, wo wir das eventuell, ja ich weiß, wieder ausgelöst, wo wir hier eventuell einen Schalter haben. Das ist ja gemein, Leute. Guckt euch das an. Wie übelst. Nur in der Mitte ist was frei. Oh, Speicher nochmal dabei. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich könnte ja rüberhüpfen. Aber kann ich eigentlich okay, mit Fackel kann ich diesen Hechtsprung machen. Muss mich ja... Oh! Oh! Ach! Ja, wie schon gesagt, ich habe das alles nicht erleben dürfen können. Wahrscheinlich aus Zeitgründen. Ich weiß nicht, was da vor ein paar Jahren passiert ist, aber irgendwann hat man mal nicht mehr... Kann ich jetzt nicht mehr nachvollziehen, aber was... Ekelhaft. Moment mal, ich gehe mal hier drauf. Wo denn? Ja, ich weiß, dass ich hier bin. Oh, hat mich wahrscheinlich einer wieder durch die Wand beobachtet. Wow. So, und da ich nicht alles durchprobieren will und ich auch schon eingangs gesagt habe, nur wenn es nicht geht, dann muss ich die KL nehmen. Und in der KL steht drin, hintere Ecke rechts. Also ihn hier. Na, komm. Au. Au. Das war knapp. Okay, jetzt ist da hinten offen. Ach, deswegen. Ne, da habe ich keine Chance mehr. Und außerdem habe ich einen Geschwindigkeitsring wieder ab- und anzumachen. Oh, da ist es. Ach, jetzt mal Schneidungen. Ich meine Speicherungen machen. So, und jetzt schieß doch mal. Genau. Ah, und durch die Mauer durch. Na, auch noch zwei Stück. So, speichern wir nicht natürlich. Da zwei Stück da stehen.
Oh ja, okay. Wenn die nichts tun, dann ist das richtig cool. Supi, okidoki, bis hierhin geschafft. Würde mich nicht wundern, wenn da um die Ecke noch so ein Ackerlute steht. Ah ja, da ist er schon. So, mal gucken, vielleicht kann ich ja um die Ecke als wirken. Oh ja, hat das geklappt? Hat geklappt, okay. Wow, okay, auch das haben wir geschafft. Ja, dann gucken wir weiter. Okay, hier scheint alles clear zu sein. So, gucke ich auf die Zeit. Ja, es müsste jetzt hinkommen. Hier haben wir Sachen zu tun. Mana-Extrakt. Da ist er. Alles klar. So, rostiges Schwert. Irgendwie noch was. Looten wir weiter ab hier, ob irgendwas ist. Oh ja, ein paar Dunkelpilze. Ja, das war es jetzt für die Folge. Und dann bedanke ich mich, dass ihr bis hierhin zugeguckt habt. Ich glaube, dass wir dann hier dann weiter müssen. Okay, danke fürs Zusehen. Tschüss.